Das, was auf uns wartet, ehrlicherweise, ich bin dafür nicht bereit. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das alles noch leisten soll, neben der normalen Tätigkeit. Und irgendwie glaube ich, dass unsere Industrie total unter Beschuss ist, aber wir uns alle noch irgendwie wohlfühlen, weil es jetzt gut läuft und die Zinsen sind niedrig und so weiter. Aber wenn man das sieht, ja, eigentlich sind wir gar nicht mehr diejenigen, die solche Produkte am Ende entwickeln können, weil wir das gar nicht wissen. Wir sind Bausteine, Erdenfraktionen, Gas, Wasser, Scheiße, wie auch immer man das nennt, ja. Aber es verändert sich ja alles, ja. Und dann kommen auf der anderen Seite Plattformen, die sich zwischen den Immobilienwirtschaft und den Kunden schieben und sagen, wir machen jetzt alles aus einer Hand. Es gibt eine Warmmiete, Flatfee, du musst nicht mehr 10 Jahre, kannst auch nur noch einen Tag bleiben und so weiter. Ja? Ist ja für den Kunden viel besser, ist ja das, was Amazon gemacht hat. Ja? Und da habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie wir das als, also ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, ja. Und ich vermute, es geht dem einen oder anderen auch hier. Viele haben vielleicht schon für sich die Antwort gefunden, aber ich jedenfalls nicht. Und so ein bisschen habe ich am, also die letzten ein, zwei Jahre habe ich gedacht, ah, Digitalisierung, das ist jetzt wieder so eine Sau wie die Nachhaltigkeit. Das wird jetzt wieder 2, 3 Jahre auf jeder Konferenz durchgenudelt. Und dann kann man es nicht mehr hören und dann gibt es die Dresus, dann macht man ein Zertifikat und dann hat man das Thema auch wieder erledigt, braucht man sich gar nicht groß mit beschäftigen. Ich glaube, das sieht ein bisschen anders aus. Und deswegen haben wir hier dieses Panel zusammengestellt aus unterschiedlichen Experten. Ich stelle vielleicht kurz vor und dann machen wir nochmal eine kleine Runde. Klaus Dederichs. Hier steht Niederlassungsleiter, Associate Partner Dresden Sommer. Ich glaube, mit das relevanteste Thema, was Dresden im Moment macht, auch für mich ehrlicherweise der einzige Berater, der mir überhaupt einfällt, wenn ich über das Thema nachdenke, der mir eine Antwort geben kann. Und wir sind sehr froh, dass er hat nämlich keine Kapazität mehr, kann ich Ihnen auch sagen. Also Sie brauchen ihn gar nicht anfragen. Er nimmt keine Aufträge mehr an, weil der komplett zu ist. Wir sind noch reingerutscht, aber nicht mehr. Dann haben wir Annette Kröger von der Allianz Real Estate Deutschland Chefin. Wir haben den Kai Panitzky, den geschäftsführenden Gesellschafter von Bitstone, eine Firma, eine Venture Capital Gesellschaft, die ausschließlich in Neugründungen oder PropTechs im Bereich Immobilienwirtschaft investiert. Wir haben Martin Rodeck, bisher der Mr. Innovation in Deutschland. Ich glaube, so langsam läuft der Klaus dir den Rang ab. Also, aber natürlich mit OVG oder, Entschuldigung, heißt er jetzt The Edge Technologies, wie ich gelernt habe. Ganz, ganz führend, immer schon ganz früh auf neue Trends setzend. Und wir haben Matthias Schmidt, Leiter Projektentwicklung von der CRIMO in Deutschland. Und er entwickelt jetzt quasi das viel bessere Produkt als The Edge, weil er macht jetzt das intelligenteste Gebäude Deutschlands. So, und in der Runde wollen wir ein bisschen diskutieren. Wir haben nicht viel Zeit, ich wurde auch schon ermahnt, aber so schnell machen hier. Ich würde jetzt einfach mal kurz, dass jeder mal auch zu Wort gekommen ist, einfach mal die Runde durchgehen. Vielleicht fangen wir bei dir, Martin, an. Was beschäftigt euch beim Thema Smart Building aktuell? Was ist dein Bezug zum Thema? Ja, ich bin froh, dass Sie die Kurve noch bekommen haben. Am Anfang Ihres Vortrags dachte ich, um Gottes Willen, ist alles falsch. Keine Sensorik, keine Smart Buildings mehr. Ich war schon hinten auch rausgegangen kurzzeitig. Aber Sie haben die Kurve ja bekommen. Ja, unsere Company, Markus, du hast gesagt, ist dafür bekannt, dass wir eigentlich immer versuchen, sozusagen on the edge zu sein. Ich vermute, dass das auch so ein bisschen namensgebend für das Projekt in Amsterdam war, was vor 5 Jahren gebaut wurde. Das würde ich vielleicht nochmal in Erinnerung rufen wollen. Habe es jetzt auf den Folien nicht vermisst. Es ist, glaube ich, genug gesagt und geschrieben worden darüber, aber es ist ein 5 Jahre altes Produkt. Und 5 Jahre alte Produkte, wenn wir in unsere Taschen greifen, wie die Smartphones vor 5 Jahren aussahen, was sie konnten oder eben auch nicht, dann weiß man, dass das eben ein bisschen Flickwerk war. Das kann man auch ruhig so sagen. Wir haben versucht, damals eben ein Smart Building zu bauen auf Basis der damals zur Verfügung stehenden Technologie, auf Basis von Technologie, die es auch noch gar nicht marktreif gab. Kam in Ihrem Vortrag auch, Light over Ethernet, ist für uns zum Beispiel heute nicht die Lösung, an der wir weiterarbeiten, weil wir längst wieder eine neue Lösung und neue Lösungen sehen. In Ihrem Vortrag kam das Thema Beacons und da gibt es x Technologien und wir gucken auch permanent, auch übrigens in Zusammenarbeit mit Universitäten, in dem Fall ist es dann ein Stück über die Grenze rüber, das muss man einem holländischen Unternehmen verzeihen, dass es vielleicht mit der TU Delft arbeitet und nicht nur mit der RWTH Aachen. Aber insofern, bei uns ist das absolutes Kerngeschäft. Wir machen nichts anderes mehr, das muss man vielleicht auch mal so sagen. Deswegen auch
Vorgestern haben wir einen netten kleinen Award bekommen für unsere Brand OVG und in genau dem Moment ändern wir die Marke. Warum? Weil OVG steht für nachhaltige Entwicklung von Immobilien, im Wesentlichen Büromobilien. Aber wir werden keine Häuser mehr bauen, die nicht zukunftssicher sind. Und ob man die jetzt als Smart Building bezeichnet, ist dann nebensächlich. Wir haben unseren eigenen Blueprint, der hat viele der Komponenten, die Sie auch beschrieben haben, hat der, und wir machen keinen Auftragsbau mehr. Also sollte zufällig ein großer Mieter im Haus sein, ja, lassen wir uns gerne sprechen. Aber wir, wenn wir in unserem Posteingang Baubeschreibungen eingehen, die mit zukunftssicheren Immobilien nichts zu tun haben, dann stehen wir dafür nicht als Lieferant oder Produzent zur Verfügung. Vielen Dank. Kai, magst du weitermachen? Ja, also für uns, wir schauen natürlich besonders auf die neuen Prozesse, auf die neuen Geschäftsmodelle, die entstehen und schauen, wo die entstehen und wie die dann quasi auch ins Operative übertragen werden können. Für uns steht, was ich ganz wichtig fand, eben dieser Gedanke im Vordergrund, wo ist der Nutzwert tatsächlich? Das heißt, es geht ja nicht um die Innovation an sich. Die Innovation ist kein Selbstzweck, genauso wie die Daten kein Selbstzweck sind. Wir haben heute eine Innovationsgeschwindigkeit, wie wir sie noch nie hatten. Wir haben eine Möglichkeit, Daten zu generieren, wie noch nie. Aber wie gehen wir damit um und wie können wir daraus Prozesse ableiten und Monetarisierungsmodelle entwickeln, mit denen wir dann auch wirklich das zukünftige Geschäft gestalten können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich merke das immer wieder in den Diskussionen. Also ich war in den letzten Jahren Vorstand in einer Beteiligungsgesellschaft, die in Fintech investiert hat, wo wir ähnliche Diskussionen mit den Banken geführt haben und mit den Bankvorständen geführt haben, wo oft so ein bisschen fast eine, das Gefühl entstanden ist, jetzt ist aber auch mal genug so. Also jetzt, wir haben so viel über Digitalisierung und Technologisierung, das wird auch alles viel zu heiß gekocht. Wir bauen immer noch oder wir machen immer noch unsere Geschäfte und wir sind auch noch genauso da, wie wir immer da waren. Das ist bestimmt so, dass man die Stärken, die man hat, auch gar nicht unterschätzen darf. Aber man darf auch die Wucht und die Chancen, die diese Veränderung mit sich bringt, absolut nicht unterschätzen. Und das geht ja bei dem Nutzer los. Was will der Nutzer eigentlich? Wissen wir es heute? Wie gehen wir damit um? Was haben wir vielleicht technologisch für Möglichkeiten zu lernen, was der Nutzer will, was der Nutzer heute will, was er morgen will? Wir sehen eben, wie Sie gerade gesagt haben, wie schnell sich auch die technologischen Anforderungen verändern, aber auch die technologischen Möglichkeiten verändern. Das heißt, wenn wir heute ein Gebäude in Betrieb nehmen, was das innovativste Gebäude Europas ist, ist es aber vielleicht technologisch eigentlich in dem, was wir planen, schon wieder fast ein Stück veraltet. So, und da müssen wir, glaube ich, jetzt gerade aus der Sicht von wirklich dann auch durchführbaren Prozessen und monetarisierbaren Modellen sehr strukturiert vorgehen und sehr gut gucken, was macht jetzt auch zu welchem Zeitpunkt Sinn. Vielen Dank, Kai. Annette? Ja, ich würde sagen, als großer Bestandshalter geht es uns wahrscheinlich ähnlich wie vielen anderen. Wir sehen, dass die Digitalisierung kommt, dass wir da neue Lösungen finden müssen und vor allem, dass wir ausprobieren müssen. Das heißt, wir gucken uns die verschiedenen Bereiche an, was passiert da und wo können wir an einzelnen Stellen mal was ausprobieren. Aber wir haben natürlich ein großes Bestandsportfolio, was wir im Laufe der Zeit dann auch in diese neue digitale Welt bringen müssen. Und ich denke, wir sind da an einem Punkt, wo man ausprobiert, Erfahrung sammelt und gewisse Dinge auch verwirft, aber wirklich noch als Unternehmen und letztendlich auch als Branche den nächsten Schritt gehen muss, wie verbinde ich das, wie kann ich daraus dann ein Gesamtkonzept machen. Das ist extrem wichtig, dass wir die Vorreiter haben, die auch teilweise sitzen, die wirklich die Technologien weiterentwickeln und weiter am Gebäude von morgen arbeiten, aber für uns natürlich da auch entscheidend, wie kann ich das dann, ich habe eine 10-Jahres-Perspektive, wie kann ich das dann nachhaltig auch bewirtschaften, wie kann ich das über meinen ganzen Bestand ausrollen und dann kommt wieder der Nutzer. Das ist natürlich nur dann sich sinnvoll, wenn der Nutzer davon profitiert und ich dann auch ein Geschäftsmodell dahinter habe. Vielen Dank, Annette. Klar. Ja, also was mir nochmal wichtig ist, was rüberkommen sollte auch aus meinem Vortrag. Mit der neuen Welt, mit den neuen Strukturen wird man als Investor Plattformbetreiber. Ja, das heißt, ich habe eine Plattform, mit dieser Plattform kann ich plötzlich neue, ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln, die ich vorher nicht hatte. Und das ist radikal anders. Ja, und die Plattform ist der Gedanke und mit der Plattform bieten sich alle Möglichkeiten. Ich stimme hundertprozentig zu, ich finde VH ein tolles Produkt, was vor 5 Jahren entwickelt worden, das war sehr, sehr zukunftsweisend, aber es war natürlich auf dem gebaut, was da war. Und deswegen sage ich heute, weg von Hardware hin zu Software, weil es ist das Schlimmste für die Investoren zu sagen, ich baue was und das in 3 Jahren oder nicht mal aufgrund der Schnelligkeit in nächstes Jahr schon so. Wieder alt. Ja. Das finde ich ja total relevant, weil die Annette kauft ein Haus und will daraus 30 Jahre einen Ertrag generieren. Wenn sie jetzt aber ein Haus kauft, was in 5 Jahren veraltet ist, ja, ich meine, da hast du auch nichts gewonnen, ne?
Also, und da sagt er, also was soll ich mit dem alten BlackBerry, den ihr noch da im Regal habt, den will ich nicht mehr. Bin jetzt beim iPhone gelandet und in 5 Jahren in einem implantierten Chip. Und du sitzt auf deinem Warenbestand und sagst, ich muss den aber 20 Jahre noch verkaufen. Richtig, von daher irgendwie Software-Updates wäre natürlich eine ganz tolle Sache, aber auf jeden Fall die Offenheit der Systeme und das Vernetztsein, sodass ich im Zweifel auch einzelne Komponenten einfacher vielleicht austauschen kann. Ja, das finde ich ja. Du musst eigentlich eine Infrastruktur bauen, wo du sagst, die funktioniert, sagen wir mal, weil sie nur das Backbone ist, also wie der Körper, Knochen und Muskeln, und ich kann sie trainieren oder nicht, wie auch immer. Manche sind nicht so trainiert immer hier. Aber wir, also da, aber weil wenn ich kein Smartphone mehr habe und die ganzen Gebäude jetzt alle, guck mal hier, toll, kann ich Licht anmachen mit meinem Smartphone. Aber ich habe kein Smartphone mehr, ja, wie mache ich denn dann das Licht an? Ja. Also ja. Das ist ja so ein bisschen, ja. Ich vermute, in 5 Jahren haben wir keine Smartphones mehr. Wir schleppen nicht mehr diese scheiß Dinger mit uns rum hier, sondern wir haben das irgendwie in der Uhr oder implantiert oder im Ohr oder in der Brille oder weiß ich nicht. Ja. Das ist vielleicht noch eine Wette, ja, wenn wir das Gebäude Cube eröffnen, ja, dann haben wir keine Apps mehr, sondern dann werden wir über Sprachsteuerung das Gebäude eigentlich steuern. Und wir haben eigentlich dann schon wieder eine veraltete Technologie verbaut. Ja, und mal schauen, wer recht behält zwischen uns beiden. Also ich glaube, dass der entscheidende Hintergrund ist, man muss die Systemarchitektur so wählen, das ist dieser Brain, das Gehirn, dass der alle Schnittstellen möglich macht. Und wir müssen wegkommen von irgendwelchen proprietären Systemen, kein X-Bus-Systeme, was alles verkauft wird am Markt. Das sind alles proprietäre Systeme, die sind in ein paar Jahren nicht mehr da. Wir müssen auf Ebenen, wo die IT arbeitet, das ist API, also Schnittstellen-Ebene auf API. Ich kann auf den Sensor zugreifen. Und es ist mir total egal, wer da vorher irgendwas konfiguriert hat. Und das ist die Anforderung an die Hersteller von Produkten, API, REST-Schnittstellen, das ist die IT-Welt und die kann ich jederzeit ergänzen. Und dann kann ich natürlich über neuen Schnittstellen Adapter für das nächste Produkt, das wird sicherlich in unserem Thema schon kommen. Wir haben ja darüber diskutiert sogar, müssen wir die Vergabestrategie sogar neu ändern. Du vergibst ein Produkt an einen Hersteller und dann kann es durchaus sein, dass der nächste Relaunch schon da ist, ja? Nimmst du das Neue. Also wir müssen über viele neue Dinge so nachdenken, dass das möglich ist. Wie seid ihr denn das denn angegangen, Matthias? Also ich sag mal, das ist auch für euch ein Haus wie jedes andere. Und ihr sagen könnt jetzt hier ein bisschen Beton und ein bisschen Fassade und BGF, Mietfläche, Effizienz, sagt Miete, Faktor, hin und her. Ihr habt euch da jetzt wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Warum und wie seid ihr das angegangen und wie fühlt sich das so an? Also ähnliche Motivation wie natürlich bei der Allianz. Wir sind Bestandshalter, haben ein Portfolio von 1,3 Millionen Quadratmeter Büroflächen in Europa. Ja. Und da fragen wir uns natürlich auch, wo geht die Zukunft hin, wohin entwickeln sich zukünftig Büroimmobilien? Und wie schaffen wir unsere Immobilien aktuell zu halten? Ja, das ist unsere große Motivation dabei gewesen. Natürlich der Cube, ja, mit der Lage, die Architektur, das bietet sich natürlich an, auch gerade in dieser Marktphase auch dort mal Experimente zu wagen. Ja, und wir haben gesagt, komm, wir gehen es an, das Thema. Und die größte Herausforderung war, wer ist unser Fachplaner? Ja, wir kennen das alles bei der Gebäudeplanung, da gibt es sämtliche TGA-Planer, alle Disziplinen sind abgedeckt. Man fragt einen Track Record an, ja, dann schaut man sich auf den Markt um und man findet niemanden dort. Ja. Das heißt, da sind wir mal wirklich als Entwickler gefragt, die Ärmel selber hochzukrempeln und das Thema anzugehen. Wir hatten Dresden und Sommer als Berater dort da drin gehabt, aber wir wurden eben selber als Entwickler dort ganz klar definiert, was wollen wir dort erreichen. Ja. Und das über einen Workshop, ganz klassisch Workshop, welche Ziele haben wir und welche Befürchtungen haben wir. So, ich bin jetzt mal provokant, Matthias. So, ich sage jetzt mal, ihr seid die Nokia von vor 10 Jahren. Ihr seid da irgendwie ganz cool unterwegs im Büroimmobilien und ihr habt jetzt auch irgendwas entwickelt, da kann man jetzt auch Snake spielen und so weiter. Nein, ist ja, ich bin jetzt provokant, ja. Wir ja auch, ja. Und ihr vielleicht nicht, ihr seid mehr so die iPhone-Ecke, weiß ich nicht. Aber ich trotzdem glaube ich, bist du noch eher bei uns im Camp, weil wir jetzt kaufen ein Grundstück, machen ein bisschen Ding und das und dann denken wir zu viel so. Ich kann mir schon vorstellen, ganz ehrlich, jetzt mal unter uns, ja. Wir haben jetzt, wir versuchen seit 2 Jahren unsere Gebäude in BIM zu planen, ja. Wir haben uns auch noch an einem BIM-Systemhersteller über Bitstorm beteiligt und machen und tun, ja. Ganz ehrlich, es funktioniert trotzdem nur beschränkt, ja, weil die Planer können es nicht und so weiter. Also wir können ja noch nicht mal den Bauprozess digital abbilden, weil das ist ja nochmal eigentlich noch viel einfacher, ja. Also wir kriegen noch nicht mal die Vergangenheit hin, dabei ist das ja nur ein bisschen Beton und dann da die Aussparung und das Rohr da durch und so weiter. Also müsst ihr eigentlich denken, das müsste ja mal einfach sein, ne?
Wie wollen wir uns jetzt für die Zukunft aufstellen? Trotzdem fummelt jeder für sich. Ihr fummelt für euch, ihr fummelt für wir fummeln für uns, ihr fummelt, ihr verdient und so weiter. aber nein, ist ja auch in Ordnung. Aber warum tun wir uns als Industrie eigentlich nicht zusammen? Ja, der Investor auch und sagt also bitte nur bis hier, aber das muss schon noch einen Schalter geben und so weiter. Und sagen, wir tun uns zusammen. Am Ende verdienen wir da ja nicht mehr oder weniger Geld drüber. Ja? Ich glaube, es geht ja so ein bisschen darum, dass wir unsere Position halten. Weil ich auch das glaube, das Geschäftsmodell wird sich verändern eines Immobilieneigentümers. Was du sagst, vom Investor, der sagt, so habe ich 10 Jahre Ruhe, gehe ich in 9 Jahren mal wieder vorbei, bis dahin soll der jeden Monat zahlen, ist ja auch kein Mieter, sondern nur ein, kein Kunde, ist ja nur ein Mieter, hin zu einem Betreiber. Ja, also ich glaube, ein schönes Beispiel ist das Projekt Flughafen Wien, was ich erzählt habe. Jetzt kann man ja mit dem Flughafen Wien eine App entwickeln und alle Strukturen diskutieren und so weiter. Jetzt bin ich aber als Fluggast, ja, möchte ich als Fluggast 50 Apps haben? Vom Flughafen Köln, vom Flughafen Düsseldorf? Und jedes Mal, wenn ich da reingehe auf die App, muss ich mich zuerst mal wie so einem Auto, wenn ich fahre ein Mercedes, wenn ich jetzt in Peugeot reingehe, brauche ich jetzt mal 10 Minuten, das Navigationssystem zu verstehen. Das ist ja totaler Unsinn. Das heißt, da gibt es eine Bewegung, wo wir ganz klar gesagt haben, alle Flughäfen zusammen. Alle Flughäfen zusammen entwickeln eine Plattform. Im Sinne des Nutzers, das kann man genauso für die Messen Deutschland sehen. Wir müssen das neu strukturieren und einen Mehrwert schaffen. Und dann haben wir alle einen Vorteil davon. Aber das heißt auch, alte Zöpfe abschneiden und nicht sagen, ich vergrenze mich ab von allem. Im Gegenteil, wir müssen uns öffnen und miteinander neu kommunizieren und was bringen, was der Nutzer haben möchte. Das ist, glaube ich, der wichtigste. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Also wenn man schaut, wie entstehen große neue Strukturen und wie entstehen große Plattformen und Ökosysteme. Also ein tolles Beispiel ist immer in der Automobilindustrie das Thema hier, also wo sich die deutsche Automobilwirtschaft zusammengetan hat, also Automobilhersteller von Mercedes über BMW, über Audi, aber auch Technologie wie Bosch, Conti und Intel haben früh oder nicht als Erste, aber haben dieses Thema Kartendienste gesehen, haben gesehen, wie wichtig heute Kartendienste schon in Navigationsgeräten und so weiter sind, wie wichtig es aber erst beim autonomen Fahren wird. Und in dem Bereich gab es natürlich schon und gibt es einen riesengroßen Anbieter mit Google. Und wenn man dann sieht, was für eine Dynamik in diesen Märkten entsteht, und das haben wir jetzt ja in der Real Estate-Industrie genauso, und man sagt, wir wollen aber auch diese Dynamik als Taktgeber ein Stück weit mitgestalten, dann bleibt uns, glaube ich, gar nichts anderes übrig, dass wir über kurz oder lang nicht nur einzelne Gebäude bauen, das ist ganz, ganz wichtig, um auch auszuprobieren und um zu testen, aber um auch kooperativ zusammenzuarbeiten und Plattformen zu schaffen und vielleicht auch Plattformen aus Deutschland heraus zu schaffen, die auch international wirklich angewendet werden. Und ich glaube, es gibt, also wir kommen jetzt insgesamt in der Entwicklung der Technologie in so eine Deep-Tech-Phase nennt man das ein Stück weit, wo es auch anspruchsvoller wird und wo wir auch gerade aus Deutschland heraus enorme Möglichkeiten haben. Also wenn man schon schaut, was der deutsche Bauingenieur auch heute schon für ein toller Exportartikel ist, sind wir schon diejenigen, die so eine Entwicklung mitgestalten können und vielleicht auch ein Stück weit mitprägen können. Aber dafür ist, glaube ich, dieses über den Tellerrand hinausschauen wichtig, Kooperation schließen und diese Bereitschaft haben, was ist denn das ganz Besondere, was jetzt gerade passiert oder was in dieser digitalen Veränderung von Branchen passiert. Eine Branche bricht auf einmal auf und Außenstehende fangen an, sich mit der Branche zu beschäftigen. Also in der Bankenwelt war das ganz extrem. Die Bankenwelt war über Jahrhunderte eine Closed-Shop-Veranstaltung. Also wer macht sich Gedanken über den Vertrieb, über Produkte, über das ganze System? Das waren die Banker. Auf einmal bricht so ein Prozess auf und Außenstehende, kreative, junge, erfahrene Strukturen fangen sich an, mit der Branche auseinanderzusetzen und denken ganz anders. Und wenn man das aber kombiniert, wenn man sagt, wir haben das Bestandsdenken und wir haben das neue Denken und können hier die richtigen Brücken bauen, ich glaube, da liegt die große Kraft und die riesengroße Chance. Und ich glaube, dafür müssen wir, Entschuldigung, ja, bitte. Erfahrung sammeln, um dann Plattform aufzubauen. Ja. Aktuell, die Edge hat es vorgemacht, ja, aber wir haben keine Erfahrung aus der Digitalisierung in Gebäuden, nicht wirklich. Ja. Und von daher, glaube ich, sind wir gefordert, als Entwickler Produkte an den Start zu bringen, Erfahrung sammeln und die dann können wir wieder sozusagen zusammen teilen und weiterentwickeln. Ja. Und ich glaube, von daher brauchen wir jetzt Geschwindigkeit an der Stelle. Überleg mal, wer euch, ich nehme Sie jetzt mal ganz bewusst aus, weil Sie sind aus der Branche, euch geholfen hat. Das sind eben keine Bausteine-Erden-Leute. Da kannst du, das ist, weiß ich aus der Tätigkeit im ZIA, du kannst die Heterogenität unserer Branche, das ist eins, was vielleicht uns von anderen Branchen auch unterscheidet. Ja, wenn Sie mal gucken, wer da so alles sich tummelt, welche Berufsprofile, welche Einzeltätigkeiten, welche Firmen, die alle hintereinander zu bekommen und zu sagen, wir gehen jetzt mal auf den Standard, ob das BIM ist oder was auch immer, das ist extrem schwer. Ja. Und wir haben
jetzt nicht in, der, in, meiner, in unserer Company, sondern eben auch auf Verbandsebene, Dinge ja versucht anzustoßen. Es ist unglaublich schwierig, weil jeder am Ende momentan sagt, warte mal ganz kurz, miete mal Faktor, sind ja eigentlich super Zeiten gerade, melde dich mal in 2 Jahren wieder. So, aber in 2 Jahren ist vorbei. Guck mal, weil das Geschäft wird dir jetzt woanders gemacht. Ich will es nicht immer, weil es mir auch schon zu den Ohren raushängt, mit WeWork und so weiter, Bewertung 20 Milliarden ist alles Quatsch, aber egal, die haben immerhin 2 Milliarden Cash in der Kasse, ja? Ganz ehrlich, die machen unser Geschäft. Und was wir jetzt haben, ist, wir haben die Flächen und wir müssen uns zusammentun und eigene Geschäftsmodelle machen. Weil ganz ehrlich, eigentlich machen wir uns keine Konkurrenz. Also der Nutzer, der bei euch anmietet, der ist bei uns gar nicht auf dem Schirm, weil unser Projekt wird ein Jahr später fertig oder ist in einem anderen Stadtteil oder so. Ja, ist ja nicht so, dass wir nebeneinander stehen und sagen, bitte guck nicht in meinen Garten. Sondern ich glaube, da müssen wir so ein bisschen mehr arbeiten, weil ich glaube, es verändert sich alles. Ja? Und ich glaube, auch eine Allianz, ehrlicherweise, wird sich auch in ein paar Jahren fragen, was mache ich eigentlich? Weil ich auf einmal verdient auf meiner Fläche einer richtig Geld. Vorher hat der Kunde die Miete an mich überwiesen, jetzt überweist der, und du hast 20 Euro gekriegt, jetzt überweist der 40 Euro an irgendeinen und der gibt mir dann noch 20 Euro vom Kuchen ab, aber 20 sind bei dem in der Tasche. Und der macht noch Zusatzgeschäfte auf der Fläche, weil der erkannt hat, dass das eigentliche Wichtige, was er hat, ist die Fläche. Die ist nämlich nicht reproduzierbar. Alles andere ist reproduzierbar. Die Services, die Sensorik, die Apps, diesen ganzen Scheiß. Aber, aber die Fläche ist ja nicht vermehrbar. Die ist ja da. Und das ist das Wertvolle. Und jetzt muss man, finde ich, aus dem Thema was machen. Weil sonst, glaube ich, verschläft man irgendwie in 5 Jahren, gucken wir uns alle an und sagen, ja, war irgendwie eine schöne Zeit, aber ist jetzt auch vorbei. Ja, sehe ich auch so und ich denke, es ist vor allem auch nochmal zu betrachten, es geht nicht nur darum, welche digitalen Anwendungen, wie digitalisiere ich meine Immobilie, sondern auch, wie ändert sich der Nutzer durch die Digitalisierung, sowohl was die Nutzung der Fläche angeht und wie ich mich da aufstelle, als auch erstmal die Frage, welche Immobilien will ich denn dann langfristig in meinem Portfolio haben. Also auch das sind Gedanken, die wir uns stellen und wie muss das Umfeld gestaltet sein, welche Nutzung will ich drumherum haben und wie baue ich in Zukunft eine erfolgreiche Immobilie auf. Und ich denke, das sind die Punkte, wo wir ran müssen und wo ich eben sage, im Moment sind wir in der Phase, wir sammeln Erfahrung, wir arbeiten mal mit WeWork oder Design Office zusammen, um zu verstehen, wie die funktionieren. Aber das muss dann im nächsten Schritt mit einem Konzept hinterlegt werden. Und ich bin auch dabei, es muss ein Zusammenschluss über die Branche hinweg stattfinden. Denn ich denke auch, dass wir gemeinsam in der Plattform stärker sind, als wenn jeder sein eigenes Ding macht. Vielleicht nochmal ein Gedanke, hier ist das schöne Logo Urban. Wir kümmern uns immer um unser einzelnes Gebäude. Das kann jeder machen, wie er will. Wir machen das mit Microsoft, ihr macht es mit ein bisschen Werbung, mit Dreso und mit Xingit. Die nächsten machen es mit IBM Watson und der dritte macht es dann mit Google. Alles okay. Aber das Stichwort offene Schnittstelle, die dann nämlich aus der Vielzahl von Gebäuden die Stadt bildet, und die ist ja schon gebaut. Wir reden ja nicht nur über neue Entwicklungen, wir reden ja über 98% bereits gebaute Stadt. Die muss sich ja weiterentwickeln. Ja. Und wenn ein Gebäude, ich sage ganz jetzt bewusst, dumm bleibt, egal mit welcher Technologie es man es aufschlaut, dann ist keine Möglichkeit zur Vernetzung in die Stadt. Woher soll die Verkehrslenkung wissen, dass gerade der Kongress im Hotel zu Ende ist und die Leute aus der Parkgarage rauskommen? Das wissen die einfach nicht. Ja. Und das sind die Themen, das sind, glaube ich, spannende Themen, die jenseits des Büronutzers, um den wir uns ja alle streiten, so trefflich auf unseren Projekten, ja auch eigentlich viel größere Relevanz haben. Da kommen wir in das Thema Smart City rein und da könnten wir mit den Immobilien, eigentlich haben wir schon ein gutes Netzwerk, egal welche Stadt wir nehmen, wenn sich die großen Immobilien eigentlich zusammen, dann hast du ja schon eigentlich ein gutes Netzwerk, wo du auch mal was reinstellen kannst. Wie soll das denn die Stadt machen, wenn die auf einmal so Edge-Rechenzentren, so alle 5 Kreuzungen, müssen die so einen Container hinstellen, der dann mal rechnet, ob jetzt der und der gerade gegeneinander knallen. Da kannst du ja nicht erst, wenn das in Hamburg ist, die Daten nach Frankfurt schicken und dann rechnet der, kommt er wieder zurück, sondern das muss ja in Echtzeit funktionieren. Ja. Und du willst ja auch die Leitungen nicht so überlassen. Das heißt, der eine sendet, ich fahre jetzt auf die Kreuzung, der andere ich auch, ja, dann bremst du mal besser. Ja. Das muss ja da passieren und nicht irgendwo. Ja. Also ich glaube, 2 Aspekte, deswegen hatte ich das Bild von der RWTH dargestellt, dieser neue Campus-Gedanke ist genau das. Das ist eine Smart City. Die Gebäude werden alle miteinander vernetzt und tauschen sich aus und ich kann da feststellen draußen, wo ist ein Parkplatz, wo parke ich denn, wann muss ich das Licht möglicherweise ausschalten, genau diese Dinge sind im Fokus. Jetzt aber der spannende Aspekt natürlich, weil die Universität Aachen als schönes Beispiel ja nicht nur neu ist, sondern die hat ja ganz viele alte Gebäude.
Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Wir haben ja ganz viele Bestandsimmobilien, ja, 83% Bestandsimmobilien, whatever. Wie geht man damit um? Und ich glaube, wir brauchen ein Paket, ein Package, das nicht alles lösen kann wie ein Neubau, aber zumindest Community-Funktionen, Software-Applikationen, die ich in einem anderen Thema drin habe, das zu übersetzen. Und ich glaube, das Projekt, was ihr jetzt macht, den Tower One ist ja auch ein schönes Beispiel. Das eine ist voll digital und das eine ist eben, hat bestimmte Funktionen davon und genau. Ich glaube, die richtige Mischung macht es. Man muss nicht 100% immer leisten, man muss aber auf die Plattformebene zurückkommen, dass man sagen kann, wenn ich das habe, vernetze ich A und B trotzdem miteinander und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Die meisten Startups, mit denen wir Kontakt haben, die arbeiten alle grundsätzlich vom Bestand gedacht. Ja. Für die ist so eine Neuentwicklung, Greenfield, ach ja, gibt es ja auch noch. Ja. Die denken da gar nicht drüber nach. Die sehen, was sie hier haben und überlegen, was sie mit so einem Haus machen können. Ja. Das ist die Einflugschneise und deswegen kann man das dann auf die Neuentwicklung vielleicht auch noch dann produzieren, aber das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Ja, das ist so ein bisschen wie früher man in die Autos den TomTom unter die Windschutzscheibe geknallt hat. Aber bei Mercedes ist ja immer noch so. Ja, ehrlicherweise, ich nutze mein Autonavi gar nicht mehr, weil es einfach Mist ist. Ja? Ich fahre nur noch mit Google Maps, weil es einfach besser ist. Also insofern, egal. Aber vielleicht nochmal zum Thema Neubau. Ja, also gerade beim Cube können wir ganz andere Potenziale, was Energieeffizienz anbelangt, heben über das Brain und über die Steuerung. Wenn wir das Nutzerverhalten kennen, können wir das Gebäude natürlich ganz aktiv steuern. Wir arbeiten da ganz stark mit Energieverschiebung. Ja, sozusagen, das Gebäude war vorhin zu sehen, wir können keine Dachaufbautentechnik reinbringen. Ja, wir haben ganz innovative Haustechnikkonzepte und das in Verbindung mit dem Brain, das macht dann auch wieder richtig Sinn. Ja, und das im Bestand, das wird schwierig. Ja. Da wollte ich jetzt auch nochmal fragen, weil Zeit ist leider um und wir haben keine einzige Frage von meiner Moderationskarten gemacht, weil die Diskussion so spannend war, aber ist egal. Matthias, was ist denn eigentlich, was erwartet ihr, ist die, wie man das ja neulich sagt, die Killer-App, wo du sagst, das ist der wirkliche Knaller für den Nutzer. Weil am Ende müssen wir immer aus dessen Perspektive denken, nicht aus unserer. Was ist jetzt der absolute Knaller, wenn bei euch der Nutzer ins Cube kommt? Also wir sagen, es geht um die Konnektivität, Gebäude und Mensch. Ja. Jeder ist vernetzt heutzutage zu Hause, die Produkte, man ist mit dem Auto vernetzt, aber der Mitarbeiter ist mit dem Gebäude null vernetzt heutzutage. Ja. Das ist eigentlich unser Aufschlag an der Stelle. Der Nutzer lernt über sein Verhalten und das Gebäude lernt über die Nutzerverhalten. Da aus der Sicht kommen wir her. Natürlich haben wir so ganz banale Features wie Raumbuchungssysteme und so weiter. Ja, aber Energieeffizienz. Hormonsysteme? Raumbuchungssysteme? Ach, Raumbuchung, ich habe Hormonsysteme. Raumbuchungssysteme, okay. Ja, Verrechnungssysteme. Das ist so ganz, ganz banale Dinge, die wir dort umsetzen. Ja. Aber letztendlich Energieeffizienz und Optimierung der Prozesse, das ist das eigentlich, was beim Nutzer am Ende ankommt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Panelisten, bei den Fragestellern und für Ihr aufmerksames Zuhören. Und Herr Müller, wir sind zeitlich fertig geworden. Danke.